Anton Hofreiter in Balingen-Endingen. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag war am Freitag den ganzen Tag im Zollernalbkreis unterwegs. Themen waren neben der Ortsumfahrung Albstadt-Lautlingen, dem Uhrenmarken-Konflikt und biologischer Landwirtschaft auch die B27 in Endingen. Die Ortsdurchfahrt ist schon seit langem eine Belastung für die Anwohner, aber auch für die Autofahrer zwischen Balingen und Rottweil. Die Feinstaubbelastung ist über dem zulässigen Grenzwert, auch nach dem Inkrafttreten des Luftreinhalteplans für Balingen. Jetzt ist die Ortsumfahrung im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans. Aber das sind viele andere Projekte auch. Jetzt soll noch eine Priorisierung stattfinden. Die Sorgen in Endingen, weiter warten zu müssen, sind groß. Laut Hofreiter hätte die Ortsumfahrung aber gute Chancen. Er sagte, er fände es gut, dass jetzt objektiv priorisiert würde. In der Vergangenheit hätte derjenige, der am lautesten schreit, das Projekt bekommen.